Mein Bruder nutzt meine Mitgliedschaft im Gym aus. Er täuscht mit Gratis-Gästepässen vor, trainieren zu wollen. Ich gehe da nicht hin, um zu trainieren, sondern um abzusahnen. Das Studio ist geil. Ich nehme frische Handtücher mit, bringe Gebrauchte zurück. Besser geht's nicht. Ich bringe alles zurück. Ich klaue nicht. Ich würde es Leihen nennen, was ich mache. Ja, Leihen. Ich dusche im Gym und ich wasche meine Wäsche da. Ein weiterer Vorteil. Das ist millionenmal besser als eine Waschmaschine. So kriegt man den ganzen Dreck wirklich raus. Wie früher. Perfekt. Lächerlich, dass keiner weiß, wie man spart. Warum soll ich zu Hause waschen, wenn es hier nichts kostet? Ich habe Waschmaschine und Trockner schon lange ausgesteckt. Damit spare ich etwa $100 im Monat. Handdesinfektionsmittel gibt's überall. Also bediene ich mich. Dafür zahlen? Lächerlich. Das Desinfektionsmittel ist für Mitglieder. Justin ist kein Mitglied. Ich nehme nie welches als Ausgleich für ihn. Justin ist 29, lebt mit seiner Mutter und seinem Bruder in Detroit und ist auf der Suche nach einer Vollzeitanstellung. Ich bin seit einem Monat auf Jobsuche, aber ich kleide mich für Vorstellungsgespräche nicht neu ein. Hier liegt gebrauchte Kleidung, Anzüge von meinem Onkel und meinem Bruder. Und vom Opa ist auch was dabei. Justin trägt meine Anzüge. Ich bin größer, das sieht nicht aus. Ich gebe kein Geld aus. Ein Anzug ändern zu lassen, kostet um die $100. Das ist unfassbar. Oh, wow. Okay. Wer braucht einen Schneider, wenn Mom Sicherheitsnadeln hat? Kannst du das abstecken? Ich glaube, Justin ändert sich, wenn er einen Job findet. Ich versuch's mal an der Seite. Ich brauche Zahnpasta, Klopapier und ein Handtuch. Okay. Mein Bruder meint, dass wir sparen, indem er alles wegschließt und uns Dinge gegen Pokerchips aushändigt. Hier wird nichts verschwendet. So behalte ich den Überblick. Einen besseren Weg gibt's nicht. Justin gibt uns jeden Monat 45 Chips. Wir müssen genau überlegen, was wir brauchen. Ein Klacks Zahnpasta von der Größe eines $1/4, ein Chip. Das reicht für 3 Tage. Mundspülung, ein Chip. Wer es richtig macht, sollte kein Problem haben. Und wenn die 45 Chips weg sind, sind sie weg. Irgendwann brauchte ich Wattestäbchen. Er gab sie mir nicht, weil ich nicht mehr genug Chips hatte. Das System funktioniert. Mom und mein Bruder sehen das anders. Aber wir sparen durch Justins System tatsächlich. Aber es nervt. Und dein Handtuch. Ich hasse es, ihn gegen Pokerchips um irgendwas zu bitten. Mir ist egal, was mein Bruder und Mom von dem Chipsystem halten. Es hilft uns. Neben Haushaltswaren ist auch der Wasserverbrauch reglementiert. Alle 2 Tage fülle ich Flaschen mit Wasser in der Toilette vom Park. Wir zahlen Steuern an die Stadt, also hole ich mir Wasser im Stadtpark. Das macht doch nur Sinn. Im Durchschnitt liegt die Wasserrechnung für einen 3-Personen-Haushalt in Detroit bei $75 im Monat. Justins Familie zahlt weniger als die Hälfte. Justin hat die Wasserhähne entfernt und die Leitungen abgeklebt. Wir müssen Flaschen benutzen. Das wird nicht benutzt. Zu teuer. Das hier ist effektiver. Seifenwasser, Spülwasser. Justins Wasserflaschensystem ist ein Witz. Er gibt ein bisschen Desinfektionsmittel ins Wasser und damit soll man sich waschen. Diese Seifenersatzlaugen bringen es nicht wirklich. Die erste Wasserstelle ist in der Küche. Seifenwasser aufs Geschirr, Spülwasser drüber. Fertig. Das gleiche im Bad.
Seifenwasser und Spülwasser. Mit der Menge kann man aber nicht vernünftig spülen. Außerdem muss man immer aufpassen, dass man sich den Mund nicht mit Seifenwasser spült. Echt eine blöde Idee. Da ich mich geweigert habe, Justins Wasserregelung zu befolgen, erlaubt er mir zu baden. Allerdings darf ich die Wanne nur bis zu dem roten Klebestreifen mit Wasser füllen. Aber das reicht nicht, um zu baden. Für ein normales Bad braucht man etwa 120 Liter Wasser. Der Klebestreifen liegt bei 60 Litern. Das ist die Hälfte der Kosten. Ich glaube, dass Justin nicht mehr so geizt, wenn er einen guten Job findet. Wenn doch, zieht er hoffentlich aus. Gibt's Nachrichten für mich? Ja. Justin benutzt die Stadtbücherei als Büro und das Personal als seine Assistenten. Es ist lächerlich. Kann ich telefonieren? Klar, zuerst die 9. Ich habe kein Telefon. In der Bücherei gibt's Netz und Telefon umsonst. Justin ist wirklich einmalig. Er nutzt alle Einrichtungen, die wir haben. Computer, Telefon. Mich stört's nicht. Ich bin Bibliothekarin. Ich bin hier, um Leuten zu helfen. Ich habe 2 Jobangebote. Das ist mega. Ich kann gut reden. Ich habe die Begabung, Leute zu bequatschen. Ich muss denen mal schnell was schreiben. Ich habe jetzt länger auf dem Bau ausgeholfen. Es muss weitergehen. Ich will einen Job als Verkäufer. Irgendwas, das zu mir passt und womit ich Geld sparen kann. Die Bücherei ist ein Warenlager. Da kriege ich gratis Papier. Aber 3 Seiten auszudrucken kostet 50 Cent, während die Schreibmaschine umsonst ist. Also schreibe ich meine Lebensläufe damit. Justin hat mich um eine Schreibmaschine gebeten. Und er hat sie gekriegt. Alle anderen benutzen nur Computer. Es ist ein klares Ja für Justin. Die Schreibmaschine ist laut. Ich setze ihn weg von anderen, damit sein Tippen sie nicht stört. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch. Jetzt muss ich den Job nur noch kriegen. Bitte füllen Sie zuerst das Antragsformular für mich aus. Ich will das Beste für meinen Sohn. Einen guten Job und seine eigene Wohnung. Justin? Hey, how you doing? How's it going, man? Good to meet you. I'm Mike. I'm Justin. Just go over. Nehmen Sie Platz. Warum wollen Sie in den Verkauf? Ich kann gut reden, aber vor allem spare ich gern. Nice. Sehr gut. Ich spare meiner Familie Hunderte im Monat. Ich könnte auch für Ihre Firma was tun. Ihr Anzug ist maßgeschneidert, richtig? Meiner auch. Aber von meiner Mom. Das hat mich nichts gekostet. Meine Leidenschaft ist es, Geld einzusparen. Justins Vortrag war sehr leidenschaftlich. Ich könnte hier was bewirken. Ich gebe ihm eine Chance.